Hermanas y hermanos involucrados en esta experiencia de la hermandad, un saludo muy fraternal, cordial a todos los que nos siguen a través de los medios cibernéticos en Bolivia y en Alemania. En este momento están reunidos tanto en Trier como en Hildesheim, participando virtualmente de esta celebración eucarística. Entonces, un saludo a todos ellos. Estamos celebrando durante toda esta semana la celebración de los 60 años de la hermandad entre Trier, Hildesheim y Bolivia. 60 años que significa mucho para ambos, y el lema que han escogido para la celebración de los 60 años es muy significativo. ¿Cómo dice? Eso es para que no duerman. Aprendiendo el uno del otro, para no solamente caminar juntos, sino actuar juntos. Creo que esa es la experiencia de la hermandad. Intentamos actuar juntos. Y a partir de esta palabra de Dios que hoy hemos escuchado, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Jesús una vez más nos recuerda que el seguimiento a Jesús implica la experiencia de la cruz. El discipulado misionero que vivimos implica sacrificio, renuncia, implica esfuerzo. No es todo color de rosa. Y creo que la experiencia de la hermandad es así. Hay aciertos y desaciertos. Cosas muy positivas que realmente ennoblecen la vida humana y cosas no tan agradables. Pero esa es la vida humana. Y vamos juntos. Yo creo que nos enriquece, nos renueva, nos alienta este hecho de celebrar los 60 años de la hermandad. Es una experiencia histórica. No es solamente una cuestión pasajera de momento. Tal vez fue así cuando se encontraron el cardenal Maurer y el obispo Matías. Pero esto se consolidó a lo largo de los años. Y creo que esto tiene que seguir consolidándose para expresar y vivir lo que realmente Dios quiere. Dios es amor, Dios es comunión, Dios es hermandad, es fraternidad. Y eso tratamos de vivir en la hermandad. Lo que Dios quiere, que caminemos juntos, que podamos apoyarnos como verdaderos hermanos. No solo en ciertos aspectos o en ciertas circunstancias de la vida, no. A lo largo de toda la vida y con todo lo que tiene la vida. Entonces, pidamos a Dios que nos renueve, que nos bendiga, que nos alimente con su palabra, para que esta experiencia espiritual, fundamentalmente espiritual, se consolide cada vez en nuestras iglesias de Trier, Hildesheim y en la marcha de la Iglesia de Bolivia. Esta experiencia nació acá, en Sucre, y ahora se extiende en todo el país. Que Dios nos bendiga a todos, y que no pasemos por la experiencia de la hermandad circunstancialmente. Creo que como bolivianos estamos invitados a fortalecer desde donde estamos esta experiencia que nos edifica como humanos
y como cristianos, ahora aquí el Monseñor Edmundo, que es una historia viviente de la experiencia de la hermandad, nos hablará sobre la importancia, el significado que tiene esta hermandad. Él va a ser en alemán. Ustedes, con el don del Espíritu Santo, seguro que lo van a entender. Guten Tag an alle meine Zuhörer, an alle, die sich mitbeteiligen an dieser Feier hier in Sucre. Ich soll ein paar Worte auf Deutsch sagen. Als einer von den noch lebenden Dinosauriern der Partnerschaft in Bolivien, ich wohnte hier nebenan im Priesterseminar, als die Partnerschaft zu Trier entstand. 60 Jahre Partnerschaft, das ist keine geringe Zeit. Die Partnerschaft ist älter wie die drei Hauptverantwortlichen unserer Kirche in der Partnerschaft. Der älteste Bischof Heiner Wilner aus Hildesheim ist erst 59 Jahre alt. Bischof Ricardo ist 58 erst. Und Bischof Stefan von Trier ist erst im Jahre 1963 geboren. Also die Partnerschaft ist älter wie wir, wie unsere Hauptverantwortlichen. Und das führt mich zu dem Gedanken, dass die Partnerschaft größer als wir Menschen sind, ist. Die Partnerschaft 60 Jahre führt uns in die Zeiten Gottes, in die großen Zeiten Gottes, in Gottes Reich sozusagen, ist etwas von Gott, von unserem lieben Gott, von unserem Diosito, wie wir auf Spanisch sagen, von ihm geführt, von ihm weit wachsen lassen, und er wird diese Partnerschaft auch weiterleiten, so wie wir uns es hoffen und wünschen. Der zweite Gedanke, der mir auffällt bei dieser Feierlichkeit, ist die Wörter, die Bezeichnungen, die Partnerschaft zwischen Trier, Hildesheim und Bolivien hat auch einige Phasen gefühlt, gelebt. Am Anfang hieß es Patenschaft von Trier zu Hildesheim, zu Bolivien. Später wurde zu Partnerschaft, aber für uns auf Spanisch das Wort Partnerschaft sagt zu wenig. Bei uns heißt die Hermandad, Geschwisterlichkeit. Für uns, für unser Volk hier in Bolivien ist etwas Großes, etwas Bedeutendes, sich als Brüder und Schwester miteinander, untereinander zu fühlen. Brüder und Schwester in der großen Familie Gottes. Gott ist der Vater, wir sind seine Kinder. Und das ist ein Aufruf auch auf die Zukunft, dass wir wirklich auf dieser Ebene wachsen und bleiben, als Geschwister, als Brüder und Schwestern zwischen unseren deutschen Brüdern und Schwestern und wir hier in Bolivien. Ich habe in den Gründungspapieren der Partnerschaft einen Satz von Bischof Matthias Wehr gelesen.
von Anfang an hat er gesprochen von einer brüderlichen Hilfe, gegenseitiger brüderlicher Hilfe, Hilfe auf allen Ebenen, nicht nur materiell, sondern besonders geistig und geistlich gesehen. Das möchte ich euch wünschen, Ihnen, liebe Schwestern und Brüder aus Deutschland, und das möchte ich auch im Namen meiner Mitbischöfe und unserer Leute hier in Bolivien wünschen, dass wir weiter wachsen als Brüder und Schwester in dieser innerwährenden Zeit Gottes, in das Reich Gottes hinein. Vielen Dank für diese 60 Jahre, vielen Dank für die Zeit, die Sie jeder in seinem eigenen Leben gelebt hat und erlebt hat. Vielen Dank für diese Hilfe materiell, geistlich, die wir hier in Bolivien erfahren haben. Und das wünsche ich auch Ihnen, dass Sie etwas von uns bekommen, auch materiell, auch geistig und auch auf geistlicher Ebene. So möge es Gottes, unser Gott, führen. Vielen Dank.